Das neueste Video von TJ, meine lieben Freunde, wir sind gerade live auf Twitch. Er hat sich zu den kritischen Punkten ihm gegenüber geäußert. Die liebe Saschka hat ja ein Video gegen ihn gemacht. Er hat eine Antwort dazu hochgeladen mit dem Titel: Saschka hat ein Kritikvideo gegen mich gemacht. Meine Antwort. Ich soll da wohl auch thematisiert werden. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns das einfach mal an. Liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich auf Saschkas Video reagiert habe und mich abwertig über ihn geäußert habe. Nicht abwertig, sondern kritisch ihm gegenüber geäußert habe. Meiner Meinung nach sind die Placements, die er da angenommen hat, jetzt nicht so stark. Vor allem für jemanden, der so eine reine Weste hat, weiße Weste hat wie er. Muss man ja immer abwägen, wird man sagen. Einfach, let's go. Hallo, heute gibt es meine Antwort auf ein Kritikvideo gegen mich. Es geht um die militante Veganerin und es gibt eine kleine Ankündigung für euch. Aber jetzt heißt erstmal, wie immer, let's go. Saschka hat ein Kritikvideo gegen mich gemacht. Ja. Sie spricht in einem Video zwei Kooperationspartner von mir an und hat dabei vor allem zwei Hauptkritikpunkte. Erstens, dass ich bei der Burger King-Kampagne nicht erwähnt habe, dass man das eben nur in Maßen essen soll. Klar, man könnte sagen, alles in Maßen und das schadet nicht und. Aber das wurde ja nicht mal gesagt. Da wurde nichts gesagt von, hey, Leute, bitte nur in Maßen essen und nicht vielleicht die ganze Woche und so, sondern hey, achtet trotzdem auf eine gesunde Ernährung. Das sind wirklich die Ausnahmen, weil dann hätte ich ehrlich gesagt noch nicht mal was dagegen. Mir ist einfach aufgefallen, die hat miese Hasskicks gegen ihn. Wegen dieser einen Aussage, die er damals getätigt hat, wegen ihrer Ohren. Also du willst dir diese Frau nicht zum Feind machen. Und zweitens, dass bei den Videos, in denen eben Bier drin vorkommt, mehr Warnhinweise drin vorkommen müssen und ich eben erwähnen soll auch dazu, dass Bier eben erst ab 16 Jahren ist. Ich meine, ich sehe hier nirgendwo eine Klarstellung, dass das ab 16 ist und ich finde persönlich doch schon sehr relevant. Ich meine, wenn man sonst immer so sauber arbeitet, könnte man vor allem bei Alkoholkonsum genauso sauber arbeiten. Sag mal so, ey, nicht immer trinken, aber ein paar Ausnahmen, okay, mit euren Freunden alles gut. Nicht alleine trinken, kommt ein bisschen peinlich. Aber das hat sie sehr, sehr gut gesagt. Vor allem, wenn man so sauber arbeitet, wie er das sonst immer macht. Das ist ja das Problem an der Sache. Wenn jetzt irgendein anderer Chido angekommen wäre, und, sage ich mal, sowas gemacht hätte wie der TJ da gerade. Bestes Beispiel, Ron. Ron ist 100-mal schlimmer als ein TJ. Aber er kriegt nicht so ein Kritikvideo, wie der TJ das hier gerade geerntet hat. Also er kriegt die schon, aber ihr wisst, was ich meine. Also das Video gegen TJ hätte man auch weglassen können. Es war Meckern wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Er ist ein Mensch, den man eigentlich so nicht kritisieren braucht. Denn es gibt viel, viel Schlimmere da draußen. Er ist einer der Besten. Er befindet sich sehr, sehr weit auf der positiven Seite. Und das ist das halt, ne? Es kommt immer darauf an, was für einen Ruf du genießt. So, und dann wägt man immer unterschiedlich ab. Aber sonst ist doch alles super. Und so wie ich das verstanden habe, hätte ich diese beiden Punkte gemacht, hätte Saschka noch nicht mal was dagegen. Und als ich das Kritikvideo von ihr eben zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ja, ein, zwei Punkte aus dem Video fühle ich auf jeden Fall, aber ein paar Punkte fühle ich auch nicht. Aber all in all geht das Video fit. Kann man so machen. Ich entschuldige mich dafür, ändere ein paar Dinge und dann ist ja alles tulli. Aber ja, je mehr ich mich mit dem Video befasst habe, desto mehr verwirrt war ich, sage ich mal. Aber lass uns erstmal vorne bei was Positivem anfangen. Saschka kritisiert den Umgang mit meinem Burger King Placement, nicht das Placement an sich. Weil sie sagt selber, dass sie nicht mal was dagegen habe, wenn ich halt eben mehr erwähnt hätte, dass man das eben nur in Maßen essen sollte. Und da gebe ich ihr recht. Für mehrere Male Burger King in der Woche will ich keine Werbung machen. Und ich habe halt eben in dieser Integration nicht erwähnt, dass man Fastfood halt nicht mehrfach die Woche essen sollte. Das ist natürlich ein Fehler von mir gewesen. Dafür entschuldige ich mich natürlich auch. Und ich habe sofort, nachdem ich das Video von Saschka gesehen habe, in der Videobeschreibung verlinkt oder angemerkt, so, yo, bitte isst es nur in Maßen, ne, snack das nicht jeden Tag in TC. Und das mag ich an ihm oder auch an sehr, sehr vielen anderen guten YouTubern, ne, die gute Werte vermitteln. Denen fällt es nicht schwer, vermeintliche Fehler auch mal zuzugeben, sich dafür gerade zu machen und sie zu korrigieren. So kann es ablaufen. Fertig. Was will Saschka jetzt noch sagen? Die kann gar nichts mehr gegen ihn sagen. Denn er hat die Kritik an sich angenommen und umgesetzt. Top. Weil, ja, hat sie natürlich recht mit. Und deswegen nochmal hier im Video. Snackt es nicht jeden Tag. Ausgewogene und gesunde Ernährung ist halt auch wichtig. Nur zu sagen, dass ich das bei dem Burger King Placement generell nicht getan habe, stimmt so auch nicht.
weil bei Saschkas Video kommt eben sehr stark rüber, dass ich die Leute halt eben nirgendwo aufgeklärt hätte und eben nirgendwo gesagt hätte, yo, ist es bitte nur in Maßen. Wenn schnell gehen muss, okay, why not? Aber dass es nicht zu einem regelmäßigen Konsum wird, das sollte einem bewusst sein. Klar, man könnte sagen, alles in Maßen und das schadet nicht und. Aber das wurde ja nicht mal gesagt. Es ist so, als wäre es selbstverständlich, aber dadurch, dass man eben junge Zuschauer hat, finde ich, dass es nicht selbstverständlich sein sollte, sondern man sollte trotzdem Leute irgendwie auf ihre Risiken hinweisen. Oder? Ja, man muss das nicht immer jedes Mal sagen. Ich finde das auch zu übertrieben. Ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Und diese Burger King-Kritik habe ich auch am wenigsten verstanden. Meine Mutter hat selbst bei Burger King gearbeitet. Da lief alles vernünftig ab. Da war alles sauber. Da lief alles korrekt ab. Wir haben es selber mitgekriegt. Nicht jede Filiale ist gleich wie die andere Filiale. Auch grundsätzlich Fastfood nicht so gut. Aber dass das aus meinem Mund rauskommt, eher heuchlerisch. Oder selbst wenn du nicht darauf reagierst, mach doch einfach mal einen Disclaimer. Sag mal so, ey, Leute, Fastfood nicht immer essen, Ausnahmen sind okay. Und das Ding ist halt eben, diese Kooperation war halt eben nicht nur diese YouTube-Integration, sondern hat auch eben auf Twitch stattgefunden. Und dort habe ich unter anderem sowas hier gesagt. Kannst du ja bei Burger King bestellen. Habe ich jetzt schon zweimal gemacht diese Woche. Dementsprechend will ich sowas anderes heute essen. Kennt ihr das? Burger King ist übertrieben nice, voll lecker. Voll nice, dass es diese Veggie-Burger so gibt. Aber Freunde, man kann das nicht jeden Tag essen. Freunde, eine ausgewogene Ernährung ist immer noch wichtig. Ihr könnt euch Burger King gönnen. Könnt ihr machen. Wichtig ist halt nur, dass ihr euch ausgewogen ernährt. Dass ihr halt nicht, auch wenn das Burger King nicht das hören möchte, bestellt euch nicht jeden Tag Burger King. Das ist halt wichtig, trotzdem dazu zu sagen. Weil jeden Tag da bestellen auch nicht gut ist. Man muss ein bisschen ausgewogen. Ballert euch mal einen Burger rein, kein Problem. Sehr, sehr gut, dass er sowas erwähnt. Was sagt uns das? Guter YouTuber, hat sein Herz am rechten Fleck, so wie es aussieht. Aber kann auch sein, dass das geheuchelt ist. Wir wissen es hier nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Ich sage euch das ehrlich, wie es ist. Will ihm hier aber nichts Negatives unterstellen. Er hat es aber gemacht. Natürlich nur in einem Stream. Denn in dem Video, was viel, viel mehr Leute erreicht, war es nicht drin. Aber ich sage euch hier trotzdem nochmal, man kann es auch übertreiben. Aber packt euch mal noch einen Salat rein. Das muss man halt immer noch sagen. Und das werde ich auch für kein Geld der Welt nicht so sagen. Deswegen mir vorzuwerfen, dass ich generell nicht über sowas reden würde, stimmt halt auch nicht. Vor allem in Streams und Zweitkanal-Uploads rede ich halt des Öfteren über Ausgewogenheit und dass das halt eben wichtig ist. Aber wie schon gesagt, in dieser einen Integration habe ich es halt eben nicht erwähnt. Deswegen nochmal sorry dafür, kommt nicht wieder vor. Und ich versuche natürlich auch in Zukunft darauf zu achten. Die Frage, die ich mir jetzt aber auch eben stelle, ist, wo muss man generell einen Disclaimer einbauen und wo eben nicht? Muss denn Marius angeschrien bei seinem Kellogg's Placement eben auch dazu erwähnen, dass man Kellogg's Tresor nicht nur essen soll, sondern auch mal was anderes essen soll? Oder muss denn Fabio Wittmer, der Werbung für Red Bull sagt, sagen, yo, trink nicht nur Red Bull, sondern auch mal ein Wasser? Weil die beiden werden genauso dafür bezahlt, die Produkte halt eben schmackhaft rüberzubringen. Oder auch abseits vom Werbeaspekt müssen zum Beispiel Koch-YouTuber, die irgendwas Ungesundes mal zubereiten, auch dazu sagen, yo, esst nicht nur das, sondern auch mal andere Dinge? Nicht euer Ernst. Und schaden würde es definitiv nicht. Aber ich mag auch nicht, die Zuschauer so zu behandeln, als wenn die alle auch geistig komplett hängen geblieben wären. Weil Leute können auch immer noch ein bisschen selber denken, ne? Oder wie zum Beispiel Matzak sagt. Dass es nicht gesund ist, ich glaube, dessen sind wir uns alle bewusst. Aber wer von uns ernährt sich schon 100% gesund? Weil wenn jeder eine Sache weiß, wozu erwähnt man sie dann? Aber zu dem Punkt kommen wir später nochmal zurück. Okay, hat er recht. Und wer war dieser gut aussehende Typ, den man da sehen konnte? Dieser Schönling? Ich muss euch jetzt mal ganz kurz eine Sache zeigen, weil das fuckt mich mies ab. Habt ihr gerade sein Like-Dislike-Verhältnis gesehen? Was bei ihm angezeigt wurde? Ich zeige euch jetzt das echte Like-Dislike-Verhältnis dieses Videos. Das ist etwas, was mich übertrieben abfuckt an diesem Drecksprogramm, was die da benutzen. Weil ich weiß nicht, aus welcher Hölle die da ihr Like-Dislike-Verhältnis holen, aber das ist nicht das Like-Dislike-Verhältnis auf meinem Video. Bei mir werden solche Sachen nicht angezeigt. Dislikes. Bei ihm habe ich angeblich 491 Likes zu 240 Dislikes. Und das wird auch bei KuchenTV so angezeigt, wenn er auf Videos von mir reagiert oder von anderen Leuten. Ich weiß nicht, wer diese App gefickt hat. Das ist 60% Like zu Dislike. Das ist das Video. Ja? So, ich bin da abgegangen in dem Video. Ich habe alle Mainstreamer beleidigt. Also kritisiert. Und das gefällt vielen Fans von Mainstreamern nicht. Das Video hat 88,2%, ist eines meiner am schlechtesten bewerteten Videos. Jetzt frage ich mich, wie das bei ihm sein kann, dass so eine Zahl da steht. Wie kommt das zustande?
Ich weiß nicht, woher diese Zahlen kommen. Bei TJ werden auch über 200 Dislikes angezeigt. Das ist das Live-Ding. Das ist die Live-Zahl jetzt aktuell seit Veröffentlichung. Da seht ihr das. Das Programm ist Müll. Größter Abschaum, den es gibt, dieses Programm. Aber generell, vor allem wenn es um diesen Werbeaspekt geht, versuche ich in Zukunft darauf zu achten, immer eine Disclaimer einzubauen, wenn es halt irgendwie notwendig ist. Dazu übrigens für die Zukunft würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn man einfach mal seine Kritikpunkte aufschreiben würde und einfach mal nachfragt, weil ich finde, diesen kleinen Recherchschritt kann man schon verlangen, das sollte denn gehen, weil dann würden wir uns vor allem die nächsten Punkte gewaltig sparen und ich müsste jetzt nicht so viel gerade rücken. Weil Sascha redet in ihrem Video mehrfach davon, dass ich mir für das Placement eben 50 Burger und 50 Packungen Chicken Nuggets wohl bestellt hätte. Alles, was ich sehe, sind 50 Burger und 50 Packungen Chicken Nuggets. Da wurde nichts gesagt von, hey, Leute, bitte nur in Maßen essen. Dann haben die sich 50 Burger und 50 Chicken Nuggets bestellt. Und das ist halt nicht wahr. Wir haben 5 Burger bestellt, nicht 50. Dazu, Bruder, wenn ich mir 50 Chicken Nuggets bestellen würde, bitte cancel mich weg, weil das ist der größte Rotz, wenn man nicht Fastfood-Fleisch bestellt oder sogar bewerben würde. Aber konnte Sascha ja nicht wissen, dass die Dinger vegan sind. Oh ja, das ist jetzt blöd. Aber wie viele Packungen Plant-Based Nuggets gab es denn jetzt, wenn es nicht 50 waren? Eine. Es gab eine Packung. Weil Sascha, das ist eine Fotomontage. Aber psch. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, ist eine Falschaussage, aber for real, so schlimm ist auch nicht. Aber ich will euch mal ganz gut zeigen, dass solche Falschaussagen in vor allem so einem Kontext echt nicht so geil sind. Weil... Ja, da gebe ich ihm auch recht. Wobei, ach egal, scheiß drauf, ich sage einfach gar nichts. Eine Menge Leute, I mean, das Video hat über 300.000 Views, denken jetzt, dass ich extra Überkonsum betreiben würde und dass mir sowas einfach egal wäre. Also bei der Burger King-Werbung fand ich auch zusätzlich noch fragwürdig, warum man gleich so übertreiben muss und sich in 50 Burger etc. setzen muss. Oder auch dieser Massenkonsum in TJ's Werbung widert mich an. Und das auch noch ohne Disclaimer. Welche Botschaft soll bei dem Zuschauer vermittelt werden? Und zu der Aussage, dass ich mir eben Chicken Nuggets bestellt hätte und keine Plant-Based-Dinger, denken jetzt eine Menge Leute, ich würde halt Werbung für Fast-Food-Fleisch machen. Die Leute haben dort sowas geschrieben wie, selbst wenn man Fleisch isst, es ist doch mal eine ganz andere Sache, diese zu bewerben. Vor allem, er ist doch Vegetarier. Das hättest du auch noch erwähnen müssen. Oder auch, ich finde es allgemein unglaublich weird und fragwürdig, Werbung für Fleischkonsum zu machen. Und ja, ich gebe den Leuten recht, das ist Kacke. Und ist es auch für mich halt scheiße, dass Leute denken, ich würde sowas machen. Finde ich halt ehrlich nicht so geil, dass die Leute das jetzt denken. Vor allem, meine Freundin kann ein Lied davon singen, dass ich Überkonsum echt nicht so cool finde, weil des Öfteren, statt Sachen einfach wegzuschmeißen, die verschimmelt sind zum Beispiel, esse ich sie einfach trotzdem auf, weil ich mir denke, yo, ich finde es halt echt kacke, Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja, ist jetzt nicht so gut für eure Gesundheit, würde ich von abraten, beziehungsweise mir wird auch sehr oft davon abgeraten. Ich mach's trotzdem, ich esse auch Sachen, die abgelaufen sind, aber jetzt nicht unbedingt Sachen, die verschimmelt oder absolut eklig stinken. Da werfe ich auch weg. Geht meine Gesundheit doch eher vor. Mag das halt echt gar nicht. Und dass Leute das jetzt von mir denken, nicht so geil. Und dazu noch als nicht so cooler Zusatz, haben mir halt ein paar Leute per Instagram DM gesendet, dass sie mich halt eben, weil ich eben Werbung für Fleischkonsum mache, deabonniert haben. Und klar, es waren jetzt nicht super viele, aber ich habe zum ersten Mal seit Jahren, glaube ich, wieder an einem Tag eben deswegen Deabos gemacht. Klar, waren jetzt nicht viele Abonnenten, aber fühlt sich auch nicht so cool an, dass Leute deabonnieren wegen einer Falschaussage. Naja, aber kommen wir jetzt mal zu einer Sache, die mich, ich sag mal, am meisten verwirrt hat. Und zwar, was hat meine damalige Kooperation mit dem jetzigen Skandal von Burger King zu tun? Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, in der Team Wallraff-Dokumentation von RTL wurde halt eben so aufgeklärt, dass es halt erhebliche Mängel in manchen Burger King-Filialen gab. Das hatte die liebe Sascha erklärt. Die hat das extra nochmal erwähnt. Er hätte das damals nicht wissen können, aber dass es Probleme bei Burger King gibt, weiß man ja schon seit mindestens 8 Jahren. Das hat sie so gesagt. Ich habe das in Erinnerung. Teilweise vegane Burger mit Fleisch in Kontakt kamen und es wurde auch eine Maus im Brotkorb und sowas gesichtet. Also auf jeden Fall sehr viele uncoole Sachen sind in ein paar Burger King-Filialen abgegangen. Müssen wir nicht überreden. Hätte ich es gewusst, hätte ich niemals dieses Placement gemacht. Aber, wie Sascha selber sagte, konnte ich es nicht wissen, weil mein Placement war halt deutlich vor Ort dieser Doku. Und Sascha sagt halt in ihrem Video selber, yo, ich konnte das nicht wissen. Und eigentlich hat halt dieser Skandal
absolut nichts mit meiner Kooperation zu tun. Was so witzig ist und was TJ nicht wissen konnte, ist, dass 2 Wochen später ungefähr eine Reportage von dem Team Weihrauf rausgekommen ist, wo vom Team Weihrauf Mitarbeiter eingeschleust wurden, die im Burger King gearbeitet haben und herausgefunden haben, was für Zustände da herrschen, unhygienische Bedingungen für Lebensmittellagerung, verdorbenes Fleisch und. Aber dann passiert in ihrem Video was sehr merkwürdig, und zwar bringt sie die ganze Zeit diesen Skandal mit meiner Kooperation in Verbindung. Obwohl, wie sie selber sagt, das nichts miteinander zu tun hat. Das erinnert mich gerade sehr daran, was Offen und Ehrlich damals eben mit Rezo gemacht haben. Viele von euch erinnern sich wahrscheinlich daran, Offen und Ehrlich wollte so ein Video zu Rezos Kooperationspartner machen, haben sich dann aber vor allem eine Kooperation rausgepickt, die schon 2,5 Jahre alt war, und haben dann die ganze Zeit über diese Kooperation geredet, beziehungsweise über diesen jetzigen Skandal. Hui, das kann eklig werden, Freunde. Diskutiert niemals mit einer Frau, vor allem nicht mit einer Frau wie Sascha. Wenn die was sagt, sagt ihr, du hast recht, Madame. Du bist die Beste, du bist die Hübscheste, du bist die Krasseste, die Intelligenteste. Alles, was du sagst, entspricht den Tatsachen. Absolut richtig, was du da von dir gibst. Ich bin der größte Hund. Ich werde versuchen, ab jetzt zu deiner vollsten Zufriedenheit nur noch zu handeln. Ich werde ab jetzt versuchen, zu deiner vollsten Zufriedenheit meine Videos so hochzuladen, dass sogar du nichts mehr zu meckern hast. Fertig. Aber nicht so. Lieber TJ, da musst du noch sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln. So geht man mit Frauen nicht um, denn damit triggerst du sie. Das ist auch der Grund dafür, warum die dich so auf dem Kieker hat. Denn nichts anderes würde auf plausible Art und Weise erklären, warum sie so ein Video gegen dich gedroppt hat. Und haben die ganze Zeit diese Kooperation mit diesem Skandal so vermixt. Und als ob Rezo damit was zu tun hätte. Aber hat er nicht. Gottbeck war noch mal ein gesamtes Jahr früher, also Anfang 2020. Weil Gottbeck hatte neulich einen Skandal und ist deswegen so ein halbwegs aktuelles Thema. Aber dieser Skandal hat halt weder was mit mir zu tun, noch mit meiner Kooperation. Also liegt ja jetzt die Unterstellung sehr nah, dass Offen und Ehrlich einfach über Gottbeck sprechen wollten, weil es aktuell ist. Das Offen und Ehrlich Video bestand fast zu 50% aus diesem Gottbeck-Skandal, mit dem Rezo eben nichts zu tun hatte. Und hier waren zwar eben nur 25%, aber trotzdem fand ich es einfach mies unnötig, die ganze Zeit diesen Skandal mit meiner Kooperation in Verbindung zu bringen, weil, wie Sascha selber sagte, das nichts miteinander zu tun hat. Und ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, warum sie das so groß erwähnt hat. Vor allem folgende Aussage ist halt wirklich unnötig as fuck und zeichnet einfach ein komplett falsches Bild. Weil Sascha sagt einfach, dass ich jetzt für einen Konzern stehen würde, der Mäuse in der Küche hat und teils sein Vegan-Label verloren hat. Nein, du stehst mit deinem Namen für einen Konzern, der eben Mäuse in der Küche hat, der seine vegane Label-Zulassung verloren hat, der für nicht besonders gute Arbeitsbedingungen steht. Und Real Talk, was soll das? Steht Rezo jetzt wegen der Gottbeck-Thematik auch für ein Unternehmen, was halt eben seine Konsumenten angelogen hat, nur weil er einen Placement mit denen hatte, bevor sie den Skandal hatten? Ich glaube nicht. Dazu sind Saschkas Aussagen auch in sich einfach widersprüchlich. Weil am Anfang des Videos sagt sie ja sogar, jo, ich konnte das nicht wissen, ich kann da nichts für, ne, das hat nichts mit mir zu tun. Und dann sagt sie, ja, ich stehe jetzt halt für diesen Skandal. Das ergibt gar keinen Sinn. Und auch andere Streamer fanden diese Aussage, ja, ich sag mal, ein bisschen merkwürdig. Gar eine Label-Zulassung. Ah, Bruder. Aber ey, du kannst nicht sagen, er kann da nichts für, wenn du ihm das jetzt vorwirfst. Entschuldigung? Was ist das denn? Eben gerade wurde noch gesagt, davor kann er nichts gewusst haben und sie will ihm das nicht ankreiden. Und jetzt sagt sie das? Hä? Bruder, das Video ist 15 Minuten lang und sie widerspricht sich innerhalb von 10 Minuten, aber so hart. Also jetzt würde ich aber mal ganz kurz intervenieren, Alter. Eine unsaubere Küche, ja, es gab auch vor 8 Jahren eine unsaubere Küche. Aber ich habe auch gesagt, dass ich den Plant-Based Burger geil finde und dass es eine coole Sache ist. Du greifst doch nicht jemanden an und sagst, hey, ja, Stay, hättest du wissen müssen. Denn vor 8 Jahren gab es das schon mal ähnlich. Hä? Leute, das ist doch keine Argumentation. Wer so argumentiert, der argumentiert lieber nicht. Naja, aber wieso habe ich jetzt die Burger-Kampagne überhaupt angenommen, wenn ich doch selber weiß, dass, wenn man dort jeden Tag isst, das ziemlich ungesund ist. Weil das Ding ist, Dinge zu verbieten, finde ich, bringt nichts. Weil, wie Sascha selber sagt, jeder hat auch mal Bock, sich was ungesund Fettiges reinzuknallen. Und das ist auch okay, wenn es halt eben in einem bestimmten Rahmen passiert. Und Burger King hat halt recht schnell, recht intensiv angefangen, diese Plant-Based-Produkte rauszubringen. Und diese Entwicklung, dass man halt eben kein Fleisch mehr essen muss, wenn man sich halt einen Burger reinzieht, fand ich halt ziemlich nice. Und dieses Movement wollte ich halt eben unterstützen, weil ich es halt eben für den richtigen Schritt halte.
Weil ich bin halt eben der Auffassung, dass man eben große Unternehmen lieber in die richtige Richtung schieben sollte, statt zu sagen, ja, nee, da gibt's halt Mängel, alles doof, geht da nicht hin, ich verbiete euch das. Ja, hat er recht. Er hat Glück gehabt, dass ich eben nicht pausieren konnte, warum auch immer es gerade nicht funktioniert hat. Aber vielleicht war das Schicksal. Ja, er hat recht. Trotzdem, hört auf, immer so zu tun, als hättet ihr solche Placements angenommen, nur um die Welt besser zu machen. Oder ich küsse dein Herz. Ihr nehmt solche Placements an, weil die gut Geld bringen. Deswegen machen wir das Ganze ja. Alles andere, was du sagst, sind nur so kleine, sage ich mal, Blümchen, um das Ganze drumherum auszuschmücken. Es gibt mit Sicherheit Sachen, so Herzensprojekte, wo man sich sagt, boah, das will ich unterstützen, wirklich. Zum Beispiel, wie Plastik in den Weltmeeren gesammelt wird. Das will ich unterstützen, Bruder, da stehe ich zu 100% hinter. Mach, ich glaub dir das. Aber Bro, ich bitte dich, als ob du vom Herzen heraus Burger King unterstützen wolltest. Oh, die machen das echt gut, Bruder. Ja, okay, komm. Halt dich für den falschen Weg. Deswegen dachte ich so, jo, wenn man da ein bisschen in die richtige Richtung schubsen kann, ist es ja an sich eine coole Sache. Oder um halt eben ein anderes Beispiel kurz zu erwähnen, Kyla, strenge Veganerin, hat aber schon mal Werbung für McDonald's gemacht. Aber nicht halt eben für McDonald's an sich oder für Fleischburger oder so Scheiß, sondern eben für eine Entwicklung des Konzerns, die sie halt eben sehr cool fand. Habe ich Werbung für sie gemacht? Ja. Aber es war eine Kampagne dafür, dass McDonald's weniger Plastik im Alltag verwendet ist. Ich finde es so krass, was für heftige Kiefern sie hat. Erinnert mich stark an meine Ex. Also, dass sie ihren Plastikkonsum reduzieren. Ähnliches Konzept. Anstatt zu sagen, jo, nee, da ist alles doof, ich mache dafür keine Werbung, fand sie halt eben eine Entwicklung des Konzerns cool und dachte sich, jo, ich schub's mal die Firma so ein bisschen in die richtige Richtung. So, genug von der Burger King-Thematik. Kommen wir mal zu Kylas zweitem Hauptkritikpunkt. Saschkas Kritikpunkt war, dass ich halt eben nirgendwo angemerkt habe, dass Bier eben erst ab 16 Jahren ist und dass man eben nicht in zu großen Mengen konsumieren sollte. Ich meine, ich sehe hier nirgendwo eine Klarstellung, dass das ab 16 ist und ich finde persönlich doch schon sehr relevant. Ich meine, wenn man sonst immer so sauber arbeitet, mach doch einfach mal einen Disclaimer. Sag mal so, ey, Leute, Fastfood nicht immer essen, Ausnahmen sind okay, ne? Oder hey, Leute, Alkohol nicht immer trinken, aber ein paar Ausnahmen okay, mit euren Freunden alles gut. Nicht alleine trinken, kommt ein bisschen peinlich. Und das Ding ist, bei den gezeigten Videos von Saschka stimmt das. Und ich gebe auch noch transparent zu, dass in ein paar weiteren Videos, wo ich halt eben Alkohol konsumiert habe, es zu wenig Aufklärung gab, dass Alkohol halt eben in großen Mengen sehr gefährlich sein kann. Da hat Saschka voll und ganz recht und ich entschuldige mich auf jeden Fall hier dafür. Wieder sehr stark, so sollte es sein. Kritik dient ja dazu, dass ihr an dieser Kritik wächst. Das kommt auch eurer Zuschauerschaft zugute. Deswegen sollte man Kritik nicht immer direkt als Hate abstempeln, wie es sehr, sehr viele Leute, die sich in der Öffentlichkeit befinden, meist tun. Ihr versteht aber, worauf ich hinaus will, ne? Kritik ist wichtig. Man sollte Kritik auch annehmen, solange sie konstruktiv ist und ihr es mit euch selbst vereinbaren könnt. Solange ihr einseht, dass diese Kritik richtig ist. Ich kann das jetzt halt eben nicht mehr rückgängig machen, dass ich das halt eben in dem Video nirgendwo angemerkt habe. Aber ich habe zumindest in jedem Video, wo halt eben Alkohol vorkam, jetzt einen Warnhinweis reingeschrieben, dass man halt eben beim Konsum aufpassen soll, dass halt Alkohol eine Droge ist und auch eben gefährlich sein kann. Wie schon gesagt, bei den gezeigten Videos hat sie recht. Und ich entschuldige mich wirklich dafür. Ich hoffe, es kommt nie wieder vor. Aber das Ding ist, Saschka suggeriert hier so, als wenn ich generell auf diese Thematik komplett scheißen würde. Zum Beispiel hier im Video mit Finch oder auch in alten Videos gab es halt wirklich riesige Warnhinweise am Anfang des Videos, dass man halt eben aufpassen soll beim Konsum, nicht so viel trinken soll, etc. Und selbst bei Videos, die sponsored bei Krombacher waren, haben wir halt eben vor bestimmten Aspekten des Alkohols gewarnt. Wir besaufen uns gleich, beziehungsweise du trinkst alkoholfrei. Ich muss rauchen. Weil der Mann muss fahren, ist auch wichtig. Wir sind verantwortlich. Never drink and drive ist sehr wichtig. Und dazu, Leute, die mich kennen, wissen, was meine Meinung zum übermäßigen Konsum ist. Weil vor allem in Streams und Zweikanal-Uploads rede ich halt eben des Öfteren drüber, wie man konsumieren sollte, beziehungsweise wie man nicht konsumieren sollte. Drogen können eine nice Sache sein, aber die Dosis macht das Gift. Guck mal, ich bin gerade in der Sportphase und trotzdem kann ich Drogen konsumieren. Ob es jetzt Alk ist, ob es jetzt auch mal eine Hip-Hop-Zigarette ist und sowas, das ist... Eine Hip-Hop-Zigarette. Finde ich gut, dass er das so sagt. Eine Hip-Hop-Zigarette nennt man das, also ein Joint. Interessant. Trotzdem bin ich gerade wirklich im gesundesten, im fittesten Zustand meines Lebens so. Aber in Maßen. Es ist alles in Maßen. Man darf niemals es cool reden, dass es richtig geil ist, sich so unendlich zu besaufen. Ist es nicht. Ey, klar, trink auch mal 2-3 Bier, so, alles cool. Sei auch mal ein bisschen angehattert, alles cool. Aber du musst immer darauf achten, das werde ich auch niemals anders kommunizieren, dass halt in Maßen lustig ist.
Klar, du kannst auch ein bisschen angetrunken sein. Das ist vollkommen fein. Ne? Du kannst einen lustigen Abend haben. Ne? Du kannst auch mal denken so, ey, boah, puh, Alter. Die Birne knallt auch gerade, ne? Ihr kennt ja meine Einstellung zu Alkohol, die aber erst seit ein paar Jahren gilt. Davor war ich auch mies unterwegs. Dieses Angetrunkensein, absolut in Ordnung. Da stehe ich hinter ihm. Er kann aber nicht erwarten, dass Sascha sich jeden Stream von ihm anguckt und weiß, in dem Stream und dem Stream hat er sich dazu kritisch geäußert. Kann man einfach nicht erwarten. Nichtsdestotrotz finde ich es stark, dass er das hier erwähnt und dass er so ein Mindset besitzt. Sehr, sehr wichtig. Okay, aber dann muss auch Cap sein. Dann muss immer Cap sein. Dann muss immer, es darf nicht höher gehen. Ab dem Zeitpunkt, wo du von Alkohol kotzt, nicht cool. Absolut nicht mehr cool. Ich denke, ich bin der größte Alkoholiker der Welt manchmal, ne? Aber, guck mal, ich kann meinen Cap sehr gut einschätzen. Ich habe noch nie von Alkohol gekotzt. Ich hatte noch nie einen krassen Kater. Wenn ich was gesoffen habe, mache ich am nächsten Tag Sport, weil ich einfach weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und so kommuniziere ich es doch mal allen Leuten. Auch wenn ich mit denen feiern bin, da trinke ich auch mal ein paar Shots mit denen und da, was auch immer. Aber immer in einem spaßigen Rahmen, nie in einem Rahmen, wo es halt sich abschießen, sich wegschießen und sowas ist. Das ist nie cool. Ne, aber ihr wisst, was ich meine damit. Ihr wisst, was ich kommunizieren möchte. Und das muss wichtig sein. Wenn du dich nicht mehr kontrollieren kannst, so wie Ron gerade, Bro, nicht cool. Absolut nicht cool. Da bist du einfach nur irgendein fucking Alkohol-Assi. Ihr müsst halt mal gucken, wie euer Körper was verträgt, wie schädlich was ist. So, das große Problem sind oftmals nicht die Drogen, klar. Heroin. Sollte man jetzt auch nicht nehmen. Aber oftmals ist halt nicht die Droge das Problem, sondern die Aufklärung und wie man was zu nehmen hat und man darf halt nicht zu nehmen und sowas. Klar, best case ist, wenn ihr komplett clean lebt, ne? Klar, einfach für den Körper. Beste. Ne? Alkohol und Drogen sind Gift. Punkt. Aber ihr könnt damit leben, wenn ihr ein Limit setzt und es capt. Wollte ich nur kurz nochmal sagen. Ich will euch da nichts verbieten, aber wirklich habt die Kontrolle bei euch, weil verbieten ist der falsche Weg so. Ein komplettes Verbot von Alkohol auszusprechen, halte ich halt wieder für den falschen Weg, sondern man sollte halt die Leute viel mehr aufklären und halt eben einen sicheren Konsum beibringen. Und ja, wie gesagt, nicht in jedem Video, wo Alkohol drin vorkam, habe ich einen Warnhinweis gegeben. Dafür entschuldige ich mich, war ein Fehler, auf jeden Fall. Aber zu sagen, dass das nie vorkam, stimmt halt eben auch nicht. Es scheint mir halt so, als wenn sich so 2-3 Videos angeguckt wurden und dann halt eben die Recherche abgebrochen wurde. Bei Offen und Ehrlich versus Wieso wurde ja wenigstens vorher um Stellungnahme gebeten, dass Wieso sich halt eben zu Wort melden kann und zu den Punkten was sagen kann. Das wurde hier leider nicht gemacht. Aber hier auch wieder die Frage, warum habe ich mich aktiv und bewusst dazu entschieden, Krombacher als Kooperationspartner zu sehen? Und eigentlich ist die Antwort recht einfach und simpel, weil sich halt absolut nichts geändert hat zum Content vorher. Weil ich habe schon vorher Videos mit Bier und Alkohol gemacht. Hier habe ich zum Beispiel einen Bier-Adventskalender geöffnet, hier habe ich ein Lach, ein Shot gespielt und hier habe ich Vierpong gezockt. Und was habe ich seit der Kooperation gemacht? Hier spiele ich Vierpong, hier spiele ich Ich habe noch nie und hier trinke ich ein Bier auf dem Festival. Also halt wirklich genauso wie vorher. Also es ist halt der gleiche Content, wie ich vorher gemacht habe, nur dass jetzt halt eben in der Ecke steht, dass das Video halt eben durch Produktplatzierung unterstützt wurde. Sonst hat sich halt eben nichts geändert, weil im Gegensatz zu anderer Werbung sage ich halt eben bei diesen Krombacher-Sachen nicht, ey, geht jetzt in den Supermarkt und kauft euch Krombacher oder geht auf die Website oder ich verlinke nicht meine Website. Ich trinke halt deren Bier und das war's. Und vorher habe ich halt irgendein Bier getrunken. Das ist die Kooperation. Natürlich darf man mich dafür kritisieren, dass ich Content für Alkohol mache. Dagegen kann ich nichts sagen. Aber da muss man dann auch im selben Atemzug ein Rezo, eine Kelly, die Space Rocks, einen Papa Platte, eine Nova und auch eine Sascha selber kritisieren. Weil ja, da hat er recht. Das ist ja gang und gäbe. Für Alkohol werben, das ist was anderes, wie wenn man in seinen Videos hin und wieder mal Alkohol konsumiert. Es ist ja auch nichts Verwerfliches. Also es ist schon verwerflich, natürlich. Für mich als Einzelperson ist es verwerflich, wenn ich zum Beispiel hier sitzen würde und einen Joint rauchen würde. Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, jeder von uns als Einzelperson hat andere Ansichten. Mindestens genauso verwerflich ist es, dass ich hier sitze und Kaffee trinke. Kaffee hat mich auch eine Zeit lang süchtig gemacht. Ich habe jetzt 4-5 Tage versucht, davon wegzukommen. Hat nicht geklappt. Ich habe wieder angefangen, 4-5 Kaffee am Tag zu trinken. Genauso verwerflich ist es, wenn ich hier sitze und eine ganze Packung Toffifee wegfetze. Zucker auch. Absolut ungesund. Suchtfaktor ähnlich wie bei starken Drogen. Deswegen, für jeden ist es anders, wenn da solche Leute wie er
halt hin und wieder Alkohol konsumieren, was ich selber ja auch exzessiv damals gemacht habe. Ich weiß, kein Alkoholiker oder so, aber am Wochenende musste man schon was wegfetzen. Ist in Ordnung, mach. Nur es geht hier darum, dass er Werbung dafür gemacht hat. Und ich würde jetzt nicht unbedingt Werbung für Toffifee oder für meine Sünden, die ich begehe, mache. Also, falls ihr Interesse habt, Knoppers oder Toffifee, so die Sachen esse ich sehr, sehr gerne. Oder Leibniz, wo oben Schoko ist und unten Keks. Oder Prinzenrolle oder Dickmanns. Meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Vergesst das, was ich eben gesagt habe, falls sie sich melden sollten. Aber da ich noch nicht diese Kooperationsanfragen erhalten habe, ist es natürlich absolut moralisch verwerflich. Wie Sascha selber gesagt hat, geht sie halt eben auch mal gerne in eine Bar, trinkt ein Bier und zeigt das auch in ihrer Instagram-Story. Wie gesagt, ich habe keine Probleme damit, wenn man das in einem angemessenen Konsum zeigt. Ne? Also nicht, wenn ihr hier 10.000 Tornados macht, dann wird es auch wiederum problematisch. Aber wie gesagt, ich sitze auch mal gerne in der Kneipe und ich trinke mit meinen Freunden. Und auch in der Woche, ne, wir sind Studenten, ne, kein Ding und so. Und dann ist es auch nicht schlimm, ich mache auch mal gerne eine Story, wo man sieht, wie ich Spaß habe. Und da ist dann aber auch wieder die Frage, wo muss man eben anfangen, Warnhinweise auszusprechen und wo nicht? Oder sollte ein Rezo, wenn er halt eben seinen Alkoholkonsum so darstellt, einen Warnhinweis reinschreiben müssen? Wir müssen noch einen Tornado zünden. Oh, nee! Weil, I mean, dieses Video war mehr Werbung für Bierkonsum, als ich jemals für Kornbacher gemacht habe. Und deswegen, wo fängt es an und wo hört es auf? Wo muss man halt eben Warnhinweise reinbauen und wo nicht? Und weil wir in einem kleinen Diskurs sind, frage ich einfach mal die Zuschauer, wo ihr denkt, wo man Warnhinweise einbauen muss und wo halt eben nicht. Weil, ich weiß es nicht zu 100%. Deswegen schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Dazu gab es noch ein paar weitere Kritikpunkte von Sascha, die ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen fand. Wie zum Beispiel, als sie kritisiert hat, dass ich halt eben nicht erwähne, dass Bier ab 16 ist. So, am Anfang dachte ich mir bei dem Kritikpunkt so, ja, kann man ja erwähnen, why not? Aber dann dachte ich mir so, was ist das für ein Kritikpunkt, weil das weiß doch jeder. Ich sag euch ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Ich dachte jetzt 18, ist ja Alkohol. Ich dachte 18, Alkohol allgemein, dass jetzt da bei Bier eine Ausnahme gemacht wird. Ich dachte, Energy Drinks wären ab 16, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut mit aus. Nicht jeder weiß das, aber grundsätzlich sollte man das schon wissen, dass man ein gewisses Alter haben muss, um Alkohol zu konsumieren. Warum etwas erwähnen, was halt wirklich jeder weiß? Und um mich nochmal zu vergewissern, dass es halt wirklich jeder weiß, habe ich sogar eine Instagram-Umfrage gemacht, ob das jeder weiß. Und er hätte es gedacht, jeder hat gesagt, dass er es weiß. Klar, es gab ein paar Trolle, aber wenn eine Umfrage so aussieht, dann kann man schon davon ausgehen, dass das jeder weiß. Und außerdem wollte ich kurz einmal anmerken, sehen meine Demographics übrigens so hier aus. Also unter 3% sind unter 18. Wollte ich dazu auch nochmal ganz kurz angemerkt haben. Okay, aber bevor das Ganze hier anfängt, irgendwie beefig zu werden oder sowas, lass uns doch mal ganz kurz ein kleines Fazit ziehen. Wie gesagt, bei ein paar Punkten von Sascha stimme ich hier voll und ganz zu. Der Richtigkeitshalber muss man zu dieser Grafik, die er gezeigt hat, noch hinzufügen, dass die nicht akkurat ist. Nur als kleines Beispiel. Ein Cousin von mir hat einen Account und ist angeblich auf dem Account ein 72-jähriger Opa. Der Typ ist nicht mal 18. Und ich werde auf jeden Fall ein, zwei Sachen noch fixen, beziehungsweise in Zukunft darauf achten, die ein bisschen besser zu machen. Und da danke ich auf jeden Fall für die Kritik, weil das ist ja auch wichtig, halt so, ne, manchmal Kritik zu bekommen. Kritik ist ja an sich nichts Schlimmes, aber ich muss ja doch ehrlich sagen, dass ich mir bei ein paar Punkten wirklich dachte, was das jetzt gerade soll. Ein paar Leute haben deswegen auch vermutet, dass Sascha irgendwie persönlich ein bisschen was gegen mich hat oder so. Wer waren diese paar Leute? Einer von diesen Leuten. Lehrer, Lehrer, nehmen Sie mich dran, Lehrer. War wohl nicht der Einzige, der so gedacht hat. Und deswegen halt eben irgendwie extra hart schießt. Dann kam halt diese Aussage von ihm, die nicht ganz zu dem Image passt, was er sich aufgebaut hat. Und ihr Herz wurde gebrochen. Deswegen auch so viele Videos in seine Richtung. Das stand halt sogar bei ihrem Video ein paar Mal in den Kommentaren. Dort wo. Alter, er hat eine Troll-Aussage von mir genommen und sie hingestellt, als hätte ich das ernst gemeint. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, ne? Ich habe trotzdem den Eindruck gehabt. Und was er hier gerade versucht, ist, den Fokus von ihren Fokus, den sie auf ihn hat, auf mich zu lenken. Böser, böser TJ. Mach das nicht. Mach das nicht. Spaß. Das ist natürlich alles Spaß. Ne? Ich muss ab jetzt alles bei mir markieren, was Humor und Spaß ist. Ironie, Sarkasmus. Wurden so Sachen geschrieben wie, findest du fragwürdig, dass du dich so hart auf Tim versteifst? Oder auch, stellt sich die Frage, ob alle ihre Themen absichtlich schlecht dargestellt werden, um Content zu haben? Oder dies nur ein Ausrutscher war, weil sie ihn einfach nicht mag und da vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich finde es gut, dass sie darüber aufklärt, aber jetzt tun Leute so, als wäre TJ ein schlechter Mensch. Er macht aus moralischer Sicht nichts falsch,
verstehe nicht, wie man ihn hassen kann. Fand das Video ein bisschen übertrieben, als ob dir die Themen ausgehen. Oder auch, du sagst erst, dass TJ nichts mit dem Skandal zu tun hat, um ihm dann später vorzuwerfen, das zu unterstützen. Und es gibt auch noch eine Menge weitere Kommentare, die ungefähr so in die Richtung gehen. Aber ob Saschka jetzt persönlich was gegen mich hat oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann man halt nur spekulieren. Ich habe unsere ersten Reibungen vor anderthalb Jahren versucht, mit Saschka einfach drüber zu reden, über die ganzen Themen. Aber anstatt, dass sie mir geantwortet hat, hat sie einfach ein weiteres Video über mich gemacht und mich einfach im Chat geghostet. Ich will jetzt nicht sagen, dass das typisch für Frauen ist, aber als jemand, der sich jetzt seit über 12 Jahren in einer Beziehung befindet mit einer Frau, eine Tochter hat, die auch sehr aufmüpfig ist, kann ich euch hier nahelegen, dass Frauen vielleicht ein wenig dazu neigen, kompliziert zu sein, okay? So. Um es vorsichtig auszudrücken. Morgen musst du dein Essen selber machen. Nein, muss ich nicht. Es wird nicht der Tag vorkommen, an dem ich mein Essen selber mache. Außerdem, morgen gehen wir essen. Nebi hat für morgen Restaurant reserviert. Das heißt, morgen brauche ich mir keine Sorgen, ums Essen zu machen. Deswegen bin ich jetzt gerade so frech hier. Normalerweise würde ich mich gar nicht trauen, gegen sie zu reden. Ich weiß, ihre Ohren sind scharf. Sie hört mich von da drüben. Deswegen muss ich ein bisschen flüstern. Naja, kann man nichts machen. Ich bin's auch durch mit meinen Themen hier, mit der Saschka-Thematik. Ich hätte nur noch eine kurze Bitte an die Kommentare, beziehungsweise die Zuschauer. Betrachtet das ganze Ding jetzt hier nicht wie ein Beef oder sowas. Es ist kein Beef und es wird auch kein Beef werden. Also ich lasse mich auch gar nicht auf Beef ein, gar keinen Bock drauf. Und dazu nervt Saschka nicht mit Kommentaren. Also geht nicht in die Kommentarsektion und flamet sie, beleidigt sie oder sowas. Macht es nicht. Uncool. Nicht machen. Sondern wenn ihr was schreiben wollt, bleibt sachlich und konstruktiv und schreibt keine Scheiße. Da hört ihr es. Er ist auch vorsichtig. Er hat da auch schon seine Erfahrungen mitgemacht. Ihr wollt keine Frau wie sie zum Feind haben. Denn die können hartnäckig sein. Disclaimer, war nur Spaß, war nur Spaß. Sollte Saschka mir noch was sagen wollen, kann sie mir das gerne einfach im Chat sagen. Ich werde dann in 2 Wochen darauf antworten. Warum erst in 2 Wochen? Seht ihr am Ende des Videos. Ansonsten, für alles weitere, abonniert gerne diesen Kanal hier. Dann verpasst ihr nichts. Deswegen gerne abonnieren. Könnt auch das Video liken, wenn ihr Bock habt. Falls ihr meiner Meinung seid oder nicht, keine Ahnung. So viel zu dem Video von TJ bezüglich der Kritik, die Saschka ihm gegenüber ausgeübt hatte. Hat eigentlich ziemlich gut erklärt. 2 Szenen, die er von mir eingeblendet hat, waren Szenen, die ihm sehr, sehr zugute kamen. Ich habe natürlich nicht gut über ihn geredet im ganzen Video. Ich habe sowohl gut über sie geredet, als auch gut über ihn. Aber habe ihn auch kritisiert und bin wieder abgeschweift. Zum Thema Mainstreamer. Ihr wisst, ich bin nicht so gut auf diese Leute anzusprechen, weil ich sehr, sehr viel Hintergrundwissen habe und auch weiß, dass da größtenteils heuchlerische Moves hinterstecken, dass viele von denen geldgeil sind. Und das sind so Aspekte und Eigenschaften, die ich nicht feiere, von denen ich mich versuche fernzuhalten. Nichtsdestotrotz bleibe ich hier immer noch bei meiner Meinung. TJ leistet gute Arbeit. TJ hat seine Daseinsberechtigung auf YouTube, macht gute Videos, er hat sich behauptet, er hat sich oben gehalten. Natürlich stimmen wir nicht in allem überein. Es sind noch ein paar andere Sachen, scheiß mal jetzt da drauf. Am Ende des Tages, die Antwort von ihm war erwachsen, klang alles sehr plausibel. Bleibt abzuwarten, ob sich Saschka nochmal dazu äußern wird. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass sie es tun wird. Liebe Saschka, falls du dieses Video hier sehen solltest, ich habe nichts gegen dich. Bitte ignoriere mich, genauso wie du es die letzten Jahre gemacht hast. Lass mich einfach in Ruhe auf eure Videos reagieren. Du bist eine tolle Frau. Ich finde nicht, dass deine Ohren abstehen. Ich finde, du siehst bezaubernd aus. Okay, kommt, reicht, Leute. So viel zu dem Video. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Monster.